Hey, hallo und willkommen zu einer Reaktion auf ein Video eines Islam-Apologeten. Der Titel des Videos ist: Wie viele Koranexemplare gibt es? Der Titel, der zeigt dem Zuschauer bereits, wie hoch das intellektuelle Niveau der Firma Iman TV ist, die dieses Video hergestellt hat. Denn, naja, es gibt extrem viele Millionen von Exemplaren des Korans. Es geht aber hier gar nicht um Exemplare, sondern verschiedene Varianten oder Versionen. Und das, was dieser, naja, nicht so helle Islam-Apologet als Art bezeichnet. Aus diesem Grund wurde der Koran in sieben verschiedenen Arten offenbart. Das Thema habe ich als gestandener Islamkritiker in Anführungszeichen, warum der Anführungszeichen war, weil Dieses Thema wird von Islamkritikern häufig als Argument gegen die Bewahrung und Einheit des Koran verwendet. Das habe ich sehr ausführlich übrigens bereits in 2021 behandelt in den Videos. Der Koran ist unverfälscht, übrigens auch von Iman TV-Analyse und dann Teil 1 und Teil 2. Und also ich finde es ja schon dreist, ne, jetzt wieder so enorm viel Blödsinn in ein Video zu packen, ohne den Hauch einer Ahnung. Er sagt einfach, Koran 1 ist der Koran und eine andere Version, Koran 2, auch. Und Koran 3 und 4 und 5 und die Version 6 halt auch. Also 1 ist gleich 2, ist gleich 3, ist gleich 4 und so weiter und so fort. Alle sind der Koran. Also er springt hier fürchterlich rum. Also ich versuche mal etwas Struktur da reinzubringen. Und fang dann gleich mal vorne an. Es gibt ja das Standardmärchen des Islam, wonach ein Schöpfer, ein Schrägstrich Gott, ne, nach X Trilliarden Jahren, keiner weiß genau, wie lange das gedauert hat, seinen Gelüsten folgt und unbedingt angehimmelt werden will. Also stellt dieser Schöpfer, Schrägstrich Gott, ein Universum her. Und in diesem dann Milliarden von Galaxien. In einer stellt er Milliarden von Sternen mit ihren Systemen her. Und in einem dieser Sonnensysteme, naja, da stellt er dann einen Planeten her, einen besonderen Planeten. Denn hier werden ganz viele Lebewesen erstellt. ganz viel, also ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, auf diese Geschichte. Weil dann werden die ja wieder gelöscht, weil die nicht tun, was die sollen. Also alle möglichen Lebewesen und dann nach 14 Milliarden Jahren und dann kommen erst Menschen dazu. Also ich verstehe das nicht. Und dann, nachdem Menschen nun endlich erschaffen worden sind, sollen sie erwartungsgemäß den Schöpfer anhimmeln, bewundern und sagen, wie toll er ist, weil dazu sind sie ja schließlich da. Das ist der einzige Grund, warum Menschen existieren. Das tun sie aber nicht. Also wird jetzt alles wieder gelöscht und der überaus kompetente, all dieses und all jenes Schöpfergott muss wieder von vorne anfangen. Beten die neu erstellten Menschen jetzt den Schöpfer, Schrägstrich Gott, an? Nein, immer noch nicht. Der alles wissende Schöpfergott hat irgendwie nichts davon gewusst. Denn nach 300.000 Jahren des Nichtstuns kommt ihm jetzt der Gedanke, mal etwas anderes zu probieren. Naja, er schickt einem Menschen ein paar Ideen, die in fünf Büchern festgehalten wurden. Nicht ins Hirn der Menschen, sondern Bücher. Das hat nicht lange gehalten, denn dann kam eine neue Version, komplett mit neuen Drohungen, Menschenopfern und alten Vorstellungen, als hätte der Schöpfergott nichts dazugelernt. Naja, was soll ich sagen? Das war immer noch nicht das, was sich dieser arme Schöpfergott so vorgestellt hatte. Also musste die nächste Version her, diesmal die finale, die endgültige Version mit dem endgültigen Boten, weil die Wünsche und Vorstellungen des Schöpfergottes immer noch nicht ins Hirn aller Menschen passen wollte, so simpel und primitiv diese Wünsche auch waren. Und daher musste jetzt wieder ein Buch her. Und da sind wir jetzt endlich, wo ich hin wollte, nämlich beim Koran, eben diesem Buch. Was sagt denn jetzt dieses Standardmärchen, wie der entstanden ist? Naja, der etwas überforderte Schöpfergott hat irgendwie goldene Tafeln gefunden, die er vorher wohl irgendwie verlegt hatte. Die hat er rausgekramt und dann wahllos eine rausgepickt, einen Satz seinem Oberengel gesagt und der jetzt losflitzte in Richtung Erde. Und dort saß alleine in einer Höhle, damit da keiner was mitbekommen konnte, ein Mann.
der erst Kameltreiber, dann Kaufmann, dann Prophet und schließlich Pirat und Kriegsherr wurde. Aber immer noch Analphabet und völlig ungebildet. Muhammad. Der bekam jetzt Satz für Satz den Koran eingetrichtert, den er dann an seine Kumpels weitergegeben hat. Und diese dann, naja, teilweise jedenfalls das aufgeschrieben haben, was sie verstanden hatten. Aber so entstammten ganz viele verschiedene Versionen des Korans, der eigentlich von dem Schöpfergott im Himmel überwacht und beschützt sein sollte. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Dann wurden so 20 Jahre nach dem Ableben des Mohammed alle verschiedenen Versionen eingesammelt. Und der gute Talib, der hat dann eine einzige Version erstellt, den Proto-Koran, im damals gebräuchlichen Arabisch der mekkanischen Quraysh. Das hat nicht ausgereicht, weil die Sprache war noch nicht so weit entwickelt. Aber der Koran hat dann die Sprache letztendlich irgendwie kodifiziert. Weil es besteht ja aus Schnipseln der Nabatäer, aus Syriak, Aramäisch, Hebräisch und dem teilweise bereits existierenden Arabisch, dem klassischen alten Urarabisch. Und die Urschrift, die dann als 1:1-Kopie in die umliegenden Städte verteilt wurde, naja, die ist irgendwie weg. Soweit das Märchen, also in der Realität der harten Wirklichkeit, haben wir heute anstatt einer Urschrift dutzende Koranversionen mit unterschiedlichem Inhalt. Aber das hätte ja irgendwie nicht passieren dürfen, weil der Islamgott darüber ja wachen soll, jedenfalls laut Koran. Was wir im Märchen nicht erfahren und daher auch nicht wissen können, wie viele wurden damals nicht verbrannt, was war der Inhalt der ausgewählten verbleibenden Version, also dieser Urversion, und genau welche Änderungen wurden denn danach eigentlich vorgenommen? Und im Video von 2021 habe ich damals festgestellt, worum es eigentlich geht. Damals habe ich gesagt, dass Sätze wie in 15, 19, 15, 18 und so weiter, noch andere mehr, die sagen ganz einfach, dass der Koran von einem Gott auf reinstem Arabisch verfasst wurde und beschützt wird. Und der Text sei unverfälscht, überwacht und erhalten geblieben. Es wird alles unverändert dargestellt. Naja, manche Muslime gehen sogar so weit, dass sie behaupten, es wäre nicht ein Buchstabe, kein Punkt oder Komma seit der Überlieferung an Mohammed verändert worden. Punkt oder Kommas gab es damals noch überhaupt nicht, aber die behaupten es halt trotzdem. Und warum das Ganze? Naja, weil man sich von Christen und Juden abheben will. Deren Texte sind angepasst worden und, naja, man sagt dann inspiriert. Ich verstehe das zwar nicht, aber naja, es ist halt inspiriert von einem Gott und eher als Wort für Wort von diesem geschrieben worden. Aber ist denn eine Verbesserung eines schlecht geschriebenen Textes wirklich so schlecht? Ja, und dann ging es los, weil dann kam das Interview mit Dr. Yasir Qadhi. That the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. When you go to academia, they don't have that red line. Und da brach dann Panik aus, denn er machte drei eigentlich gewaltige Aussagen. Erstens, Muslime werden bewusst im Dunkeln gelassen. Das heißt, solche Themen wie die verschiedenen Versionen werden hinter verschlossenen Türen diskutiert. Nicht in der Öffentlichkeit und nicht zugänglich für alle Muslime. Und dieses Thema mit den Aruf und Qiraat, naja, er sagt, das ist das Schwierigste überhaupt, weil es nicht richtig zu erklären ist. Und drittens, der Koran hat Löcher, die nicht von Apologeten gefüllt, also erklärt werden können, weil es verschiedene Versionen des Korans gibt. Das heißt also, diese Aruf, naja, und diese Qiraat. Wenn ich einen Muslim frage, gib mir doch mal ein Beispiel von einem Aruf und einem Qiraat, schafft er nicht. Er sagt immer, ja, das sind so Ausdrucksweisen und das sind verschiedene Dialekte und das sind die Lesarten und so. Ja, aber wenn ich jetzt sage ich, dann kann ich sagen ich oder icke oder was immer. Da gibt es ja verschiedene Versionen. Aber das ist ja dann immer noch dasselbe, nur ein alt anderer Dialekt. Wie soll man das denn hinschreiben und warum soll man das hinschreiben?
wenn das Hocharabisch, das Altarabisch von damals ja eigentlich von jedem verstanden werden sollte? Und warum werden nicht einfach Menschen hergestellt, die diese Sprache können? Oder warum wird nicht eine Sprache benutzt, die jeder kann? Also so wie heute könnte man das ja im Internet einfach publizieren auf Englisch. Und da gibt es dann ganz viele Programme, die das dann übersetzen können und jeder weiß dann genau Bescheid. Stattdessen eine alte, tote Sprache, Altarabisch, die zudem noch wenig präzise ist und eigentlich völlig ungeeignet ist, um einen exakten Text irgendwie zu verbreiten. Naja, aber jetzt kommt eben diese Firma Iman TV und schickt diesen, naja, völlig unwissenden Typen los, der einem Korangelehrten wie Dr. Hadi eigentlich erklären will, was es mit diesen ganzen Versionen auf sich hat. Weil der Dr. Hadi kann das nicht. Aber Iman TV, dieser Typ, der meint, er kann das. Es gibt ja neben den inhaltlichen Diskussionen, jetzt wird es ja noch schlimmer, ne? Da gibt es ja auch die Auseinandersetzung der Experten für Manuskripte, wo ein Dr. Daniel Brubaker halt sehr unterschiedliche Koranmanuskripte besitzt und diese teilweise der Öffentlichkeit bereits, naja, zugänglich gemacht hat. Und ein Muslim, Dr. Haytham Sidqi, ebenfalls Experte für alte Koranmanuskripte, die diskutieren jetzt, was jetzt eigentlich Sache ist. Nur die Sache ist, wenn du einen Text hast auf Papier, ein Buch, ist es unheimlich schwer, da jetzt irgendwie gegen anzugehen. Und aus diesen ganzen Diskussionen können wir entnehmen, dass es Manuskripte gibt mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Inhalten der identischen Sätze im Koran. Das heißt also, ein Satz aus dem Kapitel, weiß ich nicht, 70 und da Satz 24, der lautet halt in den verschiedenen Koranversionen unterschiedlich. Und ich habe das ja bereits seit, weiß nicht, 10 oder 12 Jahren mit entsprechenden Bildern belegt. Nur ist dadurch, dass jetzt auf akademischer Ebene das auch heiß diskutiert wird, dann nochmal Schub reingekommen. Ja, und das sorgt jetzt halt für einige Panik. Naja, okay. Es gibt Sätze im Koran, die besagen, dass der Koran unveränderlich ist und auch nie verändert wurde und auch nicht verändert werden kann. Islam-Apologeten haben jetzt immer wieder behauptet, im Brustton der Überzeugung, dass kein Buchstabe, kein Wort jemals verändert wurde. Und das hat sich aufgrund der Fakten geändert. Das musste sich ändern. Wodurch jetzt in Salami-Taktik der Mafia immer das gerade mal so zugestanden wird, was absolut nicht mehr geleugnet werden kann. Das heißt also, aus der Behauptung, kein Buchstabe wurde verändert, ja, das ist ja das, was ursprünglich mal gesagt wurde, ist jetzt die Aussage geworden, kein Wort wurde verändert, nur die Aussprache. Mit dem immer selben Beispiel Malik und Melik. Dann, als das klar und durch Fakten widerlegt wurde, kam dann das Eingeständnis, naja, einzelne Worte wurden verändert und durch Synonyme ersetzt. Aber keine Panik, dadurch wurde nichts wirklich verändert am Inhalt. Naja, dann wurde bekannt, dass einige Versionen weniger Sätze hatten. Da musste das auch jetzt zugegeben werden. Aber keine Panik, der Inhalt wurde ja nicht verändert. Verstehe ich zwar nicht, aber naja, gut. So wie es ja im Iman-TV-Video so unehrlich, wie es halt ist, behauptet wird, da auch gesagt wird, ja, gibt es. Diese Scheinargumente wurden schon tausendfach seit Jahrhunderten von unseren Gelehrten widerlegt. Naja, dann kommt die Behauptung, es sei ja alles widerlegt worden. Also hier bei Minute 9, 42 Sekunden durch Islam-Apologeten. Was aber komplett falsch ist. Der Koran behauptet X und ich zeige, dass Y der Fall ist. Kann man das widerlegen, was ich da zeige? Nein, es sind gedruckte Bücher mit Unterschieden, mit Widersprüchen, mit gegensätzlichen Aussagen. Das kann man nicht widerlegen. Ein Wunderpunkt ist der Unterschied in verschiedenen Versionen, in denen eben das Gegenteil von einer anderen Koranversion steht. Das heißt also, dass der oder die Autoren nicht nur etwas Falsches da reingeschrieben haben, also nicht haltbare Behauptungen aufgestellt haben, sondern sogar gegenteilige Inhalte niedergeschrieben haben, die ein bedeutsames Ende nehmen könnten, wenn der Islamfan das Falsche versteht und der Schöpfergott das ihm übel nimmt.
Zum Beispiel in einer Variante steht, sie waren Muslime. Und in der anderen steht, es waren keine Muslime. Und das ist ein in meinen Augen bedeutsamer Unterschied. Und der Typ von Iman TV ist so verzweifelt, naja, dass er einem der bekanntesten Unterschiede zwischen Hafs und Wahsch in diesen beiden Koranversionen hernimmt und versucht, das zu entschärfen, es aber nur noch schlimmer macht. Es heißt nämlich, also einmal heißt es, also die Fans, die kämpften und dann wieder, dass sie starben. Für Iman TV ist das identisch. Dasselbe. Hauptsache, die Botschaft danach ist eine frohe Botschaft. Du brauchst nicht mehr zu kämpfen, denn du bist tot. Und hier ist der Unterschied. Und diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Qatalu bedeutet gekämpft haben, wodurch die Bedeutung des Verses folgendes ist. Und diejenigen, die auf Allahs Weg gekämpft haben, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Wir sehen, dass die zwei verschiedenen Worte in derselben Ayah die Botschaft und die Bedeutung unglaublich bereichern. Denn hier werden mit ein und derselben Ayah beide Seiten beleuchtet, nämlich diejenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden und diejenigen, die auf Allahs Weg gekämpft haben. Und beide Seiten bekommen von Allah die frohe Botschaft, dass Allah ihre Werke nicht fehlgehen lassen wird. Sind das zwei verschiedene Wörter? Ja. Sind es zwei verschiedene Bedeutungen? Ja. Ist es ein Widerspruch? Nein. Denn die Bedeutungen ergänzen sich und verleihen der Bedeutung Vielschichtigkeit. Wie dumm muss man sein, um so einen Quatsch zu sagen? Wie kann man nur so etwas Albernes von sich geben? Es ist doch keine Bereicherung, wenn nicht mehr ein Buch gelesen werden muss, um zu verstehen, was der Islam Gott verlangt, sondern gleich 70 oder 80 oder weiß ich wie viele. Und dann dazu noch die Bücher, die diese 70 Bücher erklären. Wo doch im Koran so oft steht, dass alles erklärt ist, dass es eindeutig ist, dass alles ganz einfach ist. Mann, das passt doch alles nicht zusammen. Aber jetzt mal eine andere Perspektive. Und zwar die des Schöpfergottes, der ja angeblich unter anderem so allmächtig und allwissend und sowas alles ist, ne? Der also bei der Erstellung und Übermittlung des Textes hätte wissen müssen, dass es schief geht. Der offensichtlich aber nicht in der Lage ist, seine simplen Wünsche in die Hirne der Menschen reinzukriegen. Der aber dann ganz einfach einen Text nicht auf Arabisch, sondern einer höher entwickelten, präziseren Sprache hätte erstellen können. Und das zu einem Zeitpunkt, als Menschen bereits ein globales Kommunikationssystem erfunden hatten, statt der fehleranfälligen mündlichen Übertragung. Hat aber nicht. Fail. Aber zu guter Letzt mal die gute alte Logik. Wenn Mohammed der Koran Wort für Wort mündlich durch einen Engel übermittelt wurde, wie kann der Mann denn nicht nur einen Koran, sondern gleich 7 oder noch mehr Varianten behalten, Wort für Wort, alle 6000 wie viel immer Sätze, in der Form dann noch von Dialekten, die dann alle hinterher aufgeschrieben, anschließend bis auf eine verbrannt und dann verteilt wurden. Das heißt, alle sollen auf Mohammed zurückgehen, der 7 Versionen erhalten hat, die aber alle verbrannt wurden, bis auf eine. Ein Buch, was nicht mehr existiert oder nie existiert hat, wir wissen es ja nicht. Also ein Original, ne? nicht 7 oder 10. Weil die sind ja alle verbrannt worden. Wie können denn dann diese eine Version auf die 7 passen, die auf Mohammed zurückgehen? Kapiere ich nicht. Es ist doch nur ein Original, es sind doch nicht 7 Originale oder 10 oder wie viele. Weil wir wissen nicht, ob die Aruf oder die Qiraat jetzt eigentlich das Ausschlaggebende gibt, weil wir haben 30 oder 40 verschiedene Koranversionen heute. Und erst im Laufe der Zeit wurde der Koran dann ja überhaupt erst vervielfältigt. Teils mit Flüchtigkeitsfehlern, teils mit Verständnisfehlern, mit falscher Grammatik und dann natürlich die Rechtschreibfehler. En masse. Aber erst die Version von 1924 wurde als offizielle Version deklariert und dann 1985 kodifiziert, also festgeschrieben. Und heute will man in Saudi-Arabien 2500 Fehler korrigieren, also einen Koran 2.0 rausbringen. Aber wie will man das denn machen? Weil es gibt ja heute noch enorm viele Versionen, die heute sogar aufs Telefon geladen werden können. Und dort kann sie jeder für sich vergleichen.
Ja, leider hat nur ein verschwindend kleiner Teil der Weltbevölkerung Altarabisch studiert, um das machen zu können, weil es eben eine tote Sprache ist. Okay, mein Fazit. Wir haben hier in diesem Video nichtssagende Schwafelei von einem verzweifelten und wirklich inkompetenten Islamapologeten, ohne viel Hirnschmalz und ohne ein überzeugendes Argument. Er kann noch nicht mal Aruf und Qiraat erklären, springt wild hin und her, um irgendwie den Koran zu retten, der etwas behauptet, was nicht stimmt. Entweder die Exemplare des Koran sind identisch oder nicht. Da kann ich nicht sagen, ja, aber so ein bisschen identisch, aber dann sind sie doch wieder der Koran. Was soll das denn? Und daher ist das ein weiterer Fehler im Koran, weil da steht, es kann nicht verändert werden, aber es wird verändert. Das finden wir ja. Aber für mich der absolute Höhepunkt ist der Satz, dass es ja ganz viele unterschiedliche Versionen des Korans gibt, aber alle sind der Koran. Naja, die Löcher im Koran. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum dann. Ciao.